Sag mal, wie war das für dich vor 45 Jahren, wie du bei uns angefangen hast? Zu meiner Zeit, wir haben die Geburten ja starken Jahrgänge gewinnt. Wir haben mit 15 Leuten beim Mendel angefangen, weil das war auch die Zeit, wo der Mendel gewachsen ist. Ich weiß nur, wie heute, weil beim Vorstellungsgespräch war die Frage vom Vater, ob ich nehme ich. Ja, das war jetzt das Letzte, was ich möchte. So habe ich halt dann im ersten Jahr geklebt. Der Bruder hat schon als Zuschneider gearbeitet. Maria, so war das, probierst jetzt du aus. Und dann ist er losgegangen, Hosen zu schneiden. Was würde jetzt für dich als absolut wichtig erscheinen, dass du die Jugendlichen von dem, was du jetzt gemacht hast, begeistern kannst? Das, was ich tue, das muss ich auch nehmen. Da ist für mich ein Problem, jetzt ein von der Jugend her, weil viele sagen, ich nehme den Beruf, da wo ich am meisten verdiene. Gibt es irgendeine Erinnerung, die dir am meisten im Kopf geblieben ist, in der Zeit, in der du für uns arbeitest? Immer noch die Story erzählen vom Goldberger Andi, vom Skispringer von die Estria, wie er das Maß in die Hand gekriegt hat. Das war für mich, das kann doch bloß nicht sein, Bündelweite, 29 cm. Ein Skispringer, der kann eine Kraft haben, nur. Da muss da irgendwas da sein. Aber da zu dem Zeitpunkt, das war für mich, das ist absolut in Erinnerung geblieben. Dann nach deiner aktiven Zeit als Meindl-Mitarbeiter hast du schon ein neues Hobby dir ausgedacht, oder? Das ist ein neues Hobby, was mit Alten befasst. Mit den Ahnen. Ja, da bin ich halt jetzt einfach beschäftigt. Ich habe auch die Schrift nicht gelernt, gar nicht Latein. Aber wenn man sich einfach damit intensiv beschäftigt, dann kriegt man schon was raus. Und ja, das ist eine Sucht.